Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Buy First Guy Challenge auf meinem Kanal. Heute spielen wir erneut gegen einen Abonnenten. Gegen wen, weiß ich noch nicht, das muss ich erst noch auf Facebook auslosen sozusagen. Und falls ihr da eben auch mal gegen mich zocken wollt, könnt ihr auch gerne bei Facebook vorbeischauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und heute habe ich mir mal was ganz, ganz Besonderes für euch einfallen lassen, denn sowas habe ich ganz ehrlich auf YouTube noch nicht gesehen und deswegen würde ich sagen, machen wir das heute zum allerersten Mal. Und zwar werden wir die Buy First Guy Challenge ein wenig verändern, denn wir werden hier auf Nationalität gehen. Dann werde ich die Augen schließen, werde das auch wirklich machen, weil sonst bringt es mir ja nichts. Werde hier herumscrollen, dann irgendwann Stopp sagen und dann hier nochmal runterscrollen und irgendwann Stopp sagen. Und mit dem Team müssen wir uns dann ein Team zusammenbauen mittels Buy First Guy. Und ich denke, das müsste für jeden verständlich sein. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Und ich habe jetzt die Augen zu und dann würde ich sagen, stoppen wir in 3, 2, 1, boom. Okay, also es ist A, das sehe ich jetzt und dann mache ich nochmal runter. Mache jetzt wieder die Augen zu und ja, jetzt sind die Augen zu und ich denke, ich scroll schon runter und stoppe in 3, 2, 1, boom. Aserbaidschan, oh mein Gott, ich hoffe, da gibt es überhaupt Spieler. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, da gibt es keine Spieler. Da müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich scroll wieder hin und her und habe die Augen zu und stoppe in 3, 2, 1, boom. Und jetzt haben wir wieder A und mache das Ganze nochmal jetzt nach oben mal. Und dann mache ich, dann stoppe ich in 3, 2, 1 und boom. Und es ist Angola. Vielleicht gibt es Darwin, ich denke aber auch nicht. Okay, Freunde, wir machen das Ganze nochmal so lang, bis wir eine Mannschaft finden, bei der man auch ein Team zusammenbauen kann. Und dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Augen sind zu, 3, 2, 1, boom. Und es ist schon wieder A mit A. Machen wir das Ganze nicht nochmal. Machen es nochmal. 3, 2, 1, boom. Und es ist M. Da könnt ihr auf jeden Fall was Gutes dabei rausspringen. Machen wir das Ganze jetzt mal und stoppen in 3, 2, 1, boom. Mazedonien. Da gibt es Spieler. Da gibt es Spieler. Ja, da gibt es Spieler. Okay. Das ist zwar keine gute Mannschaft, denke ich. Nichts gegen Mazedonien. Aber ich denke, das wird nicht so gut werden. Stojanovic haben wir jetzt im Tor. Und ja, auf jeden Fall ein Bronze-Keeper im Tor. Dann schauen wir, wen wir in Linksverteidigung bekommen. Und da bekommen wir 3, 2, 1, boom. Und es ist Zuta. Ich denke, da gibt es nur Bronze- und Silberspieler. Auch ein paar Goldspieler, aber auf jeden Fall haben wir Zuta in der linken Verteidigung. Da machen wir den ersten Innenverteidiger und da bekommen wir 3, 2, 1 und boom. Und das ist ein 70er Tempo-Innenverteidiger. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht von der Austria aus der Bundesliga, aus der österreichischen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die drei Spieler und sehen uns gleich. So, Freunde, wir haben uns jetzt die drei Mazedonier ins Team geholt. Die haben alle richtig viel gekostet. Da gab es einfach sehr, sehr wenige auf dem Markt. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den zweiten Innenverteidiger, stellen bei Nationalität Mazedonien ein. Auf jeden Fall mal eine richtig interessante Challenge. Dann würde ich sagen, suchen wir in 3, 2, 1 und boom. Noveski, das ist richtig, richtig stark. Ein Gold-Innenverteidiger aus der Bundesliga. Und dann machen wir den Rechtsverteidiger. 3, 2, 1 und boom. Und da gibt es, denke ich, nur einen, denn da sind jetzt alle gleich gewesen. Ja, okay, da gibt es sowieso nur einen. Dann würde ich sagen, holen wir uns den hier gleich. Und ihr seht schon, da muss man gleich mal 550.000 Münzen für einen Bronzespieler ausgeben, den eigentlich eh keiner haben will. Ja, okay, so ist es nun mal. Und da machen wir den Rechtsmittelfeldspieler in 3, 2, 1, boom. Und es ist 78 Tempo von Parma. Ja, es geht halbwegs, würde ich mal behaupten. Aber ich erwarte mir hier jetzt auch nicht die Top-Mannschaft, denn das geht, glaube ich, gar nicht richtig. Und dann machen wir auch schon den zentral-defensiven Spieler und suchen in 3, 2, 1 und boom. Einen Rare-Spieler, aber der sieht nicht wirklich sehr stark aus. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die drei Spieler ins Team und sehen uns dann gleich. So Jungs, jetzt haben wir uns die Spieler geholt und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem linken Mittelfeldspieler. Und dann suchen wir bei Mazedonien. Ich finde echt, das ist eine lustige Challenge. Mal was anderes zum normalen Buy First Guy. Habe ich wirklich noch nicht auf YouTube gesehen. Und dann machen wir das Ganze in 3, 2, 1 und boom. Und da gibt es tatsächlich nur einen Spieler und den müssen wir uns natürlich holen. Das ist irgendwie schon bitter, wenn man 2300 Coins für einen Bronzespieler ausgeben muss. Aber so ist es jetzt nun mal. Und dann suchen wir auch schon den Stürmer in 3, 2, 1 und boom. Okay, das ist richtig, richtig kacke. Immer in 77 Tempo, würde ich mal behaupten. Aber dann würde ich sagen, holen wir uns den und dann machen wir noch den ZOM und den Stürmer. So, Freunde, dann machen wir auch direkt den zweiten Stürmer und ich bin drauf gekommen. Das kann eigentlich nur noch einer sein. Und ich habe vorher im Dream Squad nachgesehen und da gab es einfach nur noch den hier. Und zwar müssen wir uns den jetzt direkt holen eigentlich schon, weil 1000 Coins, ja, 900 Coins für diesen Preis müssen wir uns diesen Spieler holen. Und ich bin richtig froh, dass sich das überhaupt ausgeht. Ich hoffe jetzt, dass es auch einen ZOM gibt. Das wäre nämlich richtig, richtig blöd. Und somit kommen wir auch schon zum letzten Spieler und dann suchen wir in 3, 2, 1 und boom. Pandev, das ist richtig, richtig stark. Den kenne ich sogar, also den
habe ich auch irgendwie im Hinterkopf gehabt bei Mazedonien, wenn ich ehrlich bin. Und ja, Freunde, dann holen wir uns den noch ins Team und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim vervollständigten Team. So Jungs, ich habe mir jetzt den Pandev von Galatasaray als Mittelstürmer geholt, denn der von Genua, glaube ich, war es. Den gab es einfach nur zweimal für 5k und das wollte ich einfach nicht bezahlen für einen Goldspieler, den ich wirklich nicht brauche in meinem Ultimate-Team. Und dann würde ich sagen, ist das vervollständigte mazedonische Team. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, die Flagge eigentlich. Mal was ganz, ganz anderes in Ultimate-Team. Ich finde es eine coole Abwechslung zum normalen Bifurscan. Und dann würde ich sagen, laden wir jetzt einen Abonnenten ein, den ich auf Facebook auslose. Mich würde es natürlich riesig freuen, wenn ihr einen Like da lassen könntet. Live-Commentary heute natürlich auch am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Game. So Freunde, da haben wir jetzt auch schon einen Abonnenten gefunden. Er heißt Eren und wir spielen nicht mit unserem Lord Bentner Team, sondern mit unserem Bifurst Guysport. Und ich würde sagen, wir spielen mit den Trikots, er mit seinen Arsenal Trikots. Und dann schauen wir uns gleich mal sein Squad an. Ich bin richtig gespannt. Türkisches Adidas sozusagen heißt es. Und es ist ein Bundesliga Team mit Adler Info im Tor. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. So Freunde, da hat das Spiel auch schon gestartet und ich bin richtig gespannt, wie sich dieses Team so spielen lässt, das mazedonische Nationalteam, kann man fast schon sagen, denn da gab es echt nicht viele Spieler in Ultimate Team. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der ersten guten Szene. So, jetzt kommt der Abonnent mal hier vorbei. Eren mit dem ersten Schuss an die Querlatte oder Stange, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das richtig schön herausgespielt und dann gab es auch schon die erste Möglichkeit für ihn. So, und jetzt gibt es auch schon einen sehr, sehr guten Freistoß für den Gegner, eine richtig gute Position. Ich bin jetzt mal eine Pussy, stelle mich auf die Linie. Zum Glück hält die Mauer aber stand und pariert den Ball sozusagen. Und dann gibt es auch gleich schon die anschließende Ecke. Marco Reus tritt sie und zum Glück können wir sie klären. Und jetzt gibt es auch schon den Konter über den Herrn Ristic. Der rennt jetzt mal durch, hat er nicht schlecht gemacht und jetzt schick ihn doch einfach durch. Ja, schön gemacht, aber der ist sau langsam, der Typ hier vorne, sau langsam. Ich habe eigentlich überhaupt keine so Pace-Huren in der Mannschaft. Das ist so Leute, die sich einfach durchpacen können. Dafür haben sie aber die Technik. Die Flanke kommt aber leider nicht in den Strafraum. So, Pandev, lauf dich jetzt frei und jetzt schick ihn nochmal oben durch. Und jetzt der lange Pass nach ganz unten. Der war nicht schlecht getreten. Nochmal der Pass in die Mitte. Nochmal nach oben. War eigentlich ganz unnötig. Und jetzt kommt er sogar fast noch zum Abschluss. Das war auf jeden Fall nicht schlecht herausgespielt. Und ich würde sagen, das könnte man als erste halbwegs gute Chance ansehen. Oder diese Situation. Der Tormann hält den Ball aber gut und somit steht es immer noch 0:0. So, jetzt schick ihn oben durch, komm jetzt. Und jetzt der Abschluss. Der war gar nicht mal so schlecht, aber der Tormann musste natürlich parieren. Adler ist hier zur Stelle und die Ecke, die hauen wir jetzt einfach mal in den 16er rein. Und dort muss jetzt einer stehen, der ihn macht. War wieder nicht. War wieder nicht schlecht gemacht, aber Adler ist natürlich wieder sicher zur Stelle. So Freunde, die Ecke spielen wir jetzt wieder kurz und dann schauen wir mal, was sich dabei ergibt. Der Pass in den Rückraum und... Alter, wie kann man bei so einer Situation abpfeifen? Wir waren fast schon im 16er, aber der Schiedsrichter entscheidet sich dazu, die Partie mit der Halbzeitpause zu beenden, würde ich mal behaupten. Und ja, Freunde, ihr könnt es sehen, wir sind eigentlich ein bisschen im Vorteil, obwohl er hat mehr Schüsse aufs Tor, wir dafür mehr allgemeine Schüsse. Ich denke, es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber mit dem Team, mit dem wir spielen, ist es auf jeden Fall mal eine Leistung, dass wir hier nicht in Rückstand liegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Boah, der Tackling. Was für ein schönes Tackling. Und da macht er hier fast das Tor. Warum schießt er nicht? Alter, was war das gerade für eine Situation? Eine sehr, sehr seltsame Situation. Schön gespielt vom Gegner. Das hat er auf jeden Fall wirklich gut gemacht. Marco Reus macht es also in der 61. Minute. Das 1:0 für den Eren. Ich glaube, er heißt Eren. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir echt leid, falls das falsch ausgesprochen ist. Auf jeden Fall steht es jetzt 1:0 für den Abonnenten. Oh, Zuckerpass. Und den muss er jetzt machen. Ja, den macht er sogar. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ich habe gedacht, er lässt sich wieder abdrängen. Ist zu langsam. Nimmt den Ball nicht gut mit. Aber er hat es wirklich gut gemacht. Und somit steht es in der 67. Minute, ja, 1:1 und ja, das ist auf jeden Fall wieder alles offen, das hat er auf jeden Fall wirklich nicht schlecht gemacht, der Zuckerpass war auch wirklich wahnsinnig gut getreten und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten guten Situation. Oh, Zuckerpass auf Pandev, bitte geh hin, ja, schön gemacht, jetzt schieß, komm, mach ihn rein, Mann, Adler in Form ist zur Stelle.
So, und den Freistoß, den haut uns jetzt der Pandev in den Winkel. Komm, 3, 2, 1 und boom, drin ist er. Schöner Schuss, ah, oh, jetzt habe ich nicht gescheit geschossen, weil ich gedacht habe, die Situation ist schon vorbei. Wunderbarer Freistoß vom Pandev. Oh, schön gespielt, schön gemacht vom Gegner und unser Tormann ist zur Stelle. Der Bronzekeeper hält uns jetzt hier noch im Spiel und in der 89. Minute steht es immer noch 1 zu 1. Scheiße. Fuck, Mann. Ramos macht hier in der 90. dann noch das 2 zu 1 für ihn. Ja, er war einfach schneller als unsere Verteidiger. Die Verteidiger sind halt auch richtig, richtig langsam bei uns. Dann macht er hier den schönen Lüpfer über unseren Tormann. Und ja, Freunde, dann steht es eben 2 zu 1. Vielleicht geht sich da ja noch ein Lucky Punch aus und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, die Partie ist vorbei. Der Abonnent gewinnt mit 2 zu 1. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und falls ihr mehr bei First Guy mit Nationen sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst auch ein Like da. Ich finde, es war ganz cool mal mit den Nationen. Denn irgendwie war es mal echt was ganz, ganz anderes als das normale bei First Guy. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder aus dem Video und sage auch schon wie immer, ciao, Leute. FIFA Stars.